gehen weiter, Leute. Ich kaufe meinen Twitch-Mods alles, was sie wollen. Von Revinzeit. Ja, das Einzige, was meine Mods bekommen, ist mal ein Danke. Nicht mal das kriegen sie. Und Revi kauft seinen Twitch-Mods alles, was sie wollen. Okay. Alex will er haben für 19.000 Euro, Digga. Was, Digga, was ist denn das? Der hat nur weirde Sachen drauf, Bro. Rollrasen? Was? Digga, der kostet 7.000 Euro. No Flots, liebe Mods, aber wir sind ja komplett lost, Alter. Leute, folgendes. Danke erstmal für den Support. Wir sind jetzt hier ungefähr 6000 Leute. So, meine Mods haben mir eine kleine Wunschliste zusammengeschickt. Kevin hat schon mal so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Digga, ich kaufe meinen Mods alles, was sie sich wünschen. Und genau das machen wir jetzt auch, Leute. Ich schaue mir jetzt gemeinsam mit euch an, was meine Mods sich gewünscht haben auf ihrer Amazon-Wishlist. Wir gehen das zusammen durch. Ich bin gespannt. Ich kaufe denen das auch. Ich habe denen gesagt, ihr könnt so 75 bis 100 Euro pro Person ausgeben. Und ich bin mal gespannt. Das sind sehr viele. Boah, ist sehr geizig, Leute. Mods, wie ihr seht, also es wird ein teurer Spaß, sage ich mal. Okay, Kerbo, Digga. Kerbo hat sich hier gewünscht einen HyperX DDR4. Das ist RAM. Mehr Leistung und für schnelleren Cross-Run-Support. Derzeit, glaube ich, ausverkauft. Eventuell woanders. Kann ich? Das kriegt man hin. Und jeden Tag Kräutertee, Pfefferminze. Für die Nerven beim Moderieren. Ja, Bro, außerdem... Jeden Tag Kräutertee. Kräutertee kaufe ich dir, definitiv. Den kaufe ich dir, den Kräutertee, Digga. Alright. Wen haben wir hier? Spuckschmutz ist immer gut. Er möchte hier einen Popschutz haben. Bro, warum ist das hier zensiert? Check ich nicht. Haben fürs Mikrofon. Eine Rolex will er haben für 19.000 Euro, Digga. Rolex Datejust. Vor allem, wer kauft eine Rolex bei Amazon? 41 mm Herrenarmbanduhr automatisch Perlmutt Diamant Zifferblatt weiß. Ja? Genau das feiere ich. Chillig, Digga. Nein, gönne ich dir auf jeden Fall, Bro. Ist halt ein nicer Flex. Absolut. Noble Chairs Kissen, damit ich wenigstens eine Sache von Noble Chairs habe. Okay, Digga, da komme ich ran. Coca-Cola werde ich dir nicht kaufen, Digga. Ich werde dir keine Coca-Cola kaufen, Bro. Ich bin Red Bull-Partner. Du kriegst Red Bull-Cola von mir zugeschickt. Und Boland, die Perücke von Ryan für Videokonferenzen natürlich, Digga. Ich habe gerade so gespuckt, Alter. Alright. Okay, alles auf die Rolex. Glaube ich, kriegen wir hin. Machen wir. Okay. Das würde ich auch mal gerne sehen, was die Schimots hier bei mir aussuchen. Okay, was haben wir hier? Toni will haben ein Twitter-Follow von Revi, damit ich von meinen Freunden flexen kann. Ja. Ist, denke ich mal, drin, Bro. Können wir auf jeden Fall machen. Bianca Heinecke Cutout, Pappaufsteller. Hallo, mein Lieber. Bro, Bianca Heinecke Pappaufsteller. Ja, Digga, auf eigentlich... Sowas gibt's, Alter? Heftig. Extrem unnötig, aber wenn mir Bibi beim Modern zuguckt, bekommt man mehr Motivation. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Monizu Duck Maske, Halloween Tier, Deluxe Maske, Latex Motiv, Gelb mit Maske für Kostüm. In Österreich gibt's eine FFP2 Pflicht. Vielleicht geht die Maske noch durch. Also, Bro, ich weiß nicht, ob das den gegen Corona schützt. Bin ich ehrlich. Ich glaube nicht, dass das gegen Corona schützt, Digga. Keiner braucht Gucci oder sowas. Jumpsuit, Onesie, Cartoon. Der hat nur weirde Sachen drauf. Der hat nur weirde Sachen drauf, Bro. Was, Digga, was ist denn das? Den will er haben? Das sind nur seltsame Sachen. Toni, bist du alright? Damit ich Lieder von Not So Cool besser hören kann. Okay? Okay, alles klar. Alles klar. Die Bluetooth-Box sehe ich. Baby Yoda Plüschtiere kriegt der Sterne, weil ich lonely bin. Ein F in den Chat für Toni, Leute. Ich sag mal so, ich sehe dich auf jeden Fall mit dem Pappaufsteller und der Box und dem Yoda, glaube ich, sehe ich dich. Das passt, das passt. Das machen wir. Dann haben wir hier... Ja, dann will ich aber auch, wenn die Mods sich hier Sachen aussuchen, Dingsbums, Leute. Dann will ich auch Beweisfotos haben, wie sie die anziehen und was sie damit machen, ne? Das muss natürlich sein. Hier, Eisli. Sie hat hier Bücher drin, eine Festplatte, Ohrringe, Bücher. What the f***? Hallo, Eisli? Chat, checkt ihr das? Achtung, jetzt geht's los, Achtung. Bücher, Bücher. Überall Bücher, Bücher. Noch mehr Bücher. Eis. Hä? Die bestellt sich so viel Bücher, wann hat die denn Zeit zu moderieren? Wie wenig streamt Revi denn bitte? Die will eine ganze Enzyklopädie. Sie will Bücher. Also ich glaube, ich kaufe hier einfach ein paar Bücher. Oder hier den Hartschalen-Koffer-Set. Eisli ist schon so lange dabei. Digga, ja, ich glaube, ich kaufe dir... Eisli, ich glaube, ich... Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kaufe dir ein paar Bücher. Und hier die Unendlichkeitsohrringe, weil ich sie so schön finde. Eisli kriegt auf jeden Fall Bücher. Ich suche mir einfach welche raus, Digga. Was möchte er hier haben? Alexander, was willst du haben, Bro? Kines Wifi... Wi-Fi Bluetooth Mobilkit LED OLED Anzeigen. Bro, was? Ich kann das denn nicht kaufen. Der will irgendwelche Frauen in der Dusche ausspionieren. Guck mal. Digga, der will so kleine Kameras bei irgendwie. WTF? Was ist das? Mit dem Verstecken. Seht ihr das hier? Mit diesem Fischaugenobjektiv. Alexander, können wir kurz reden, Digga? Der will irgendwo Frauen in der Dusche ausspionieren. Und ganz ehrlich, ich gönn's ihm. Kaufe ich dir alles, Bro. Machen wir. Okay, Bro. Jetzt gehen wir weiter mit zu Zirr. Ricochet. Der will so ein Sabaton, eine Sturmhaube haben für einen Tankstellenüberfall. Ein Wandkalender, ein paar Schriften.
Hefte, T43, das Duell, Skat auf HDMI und ein Wandkalender. Ja, Digga, ist vollkommen fein. Machen wir, Digga. Kriegen wir hin. Razer Basilisk, Hyperspeed Wireless Gaming. Okay, Ferreale, kriegen wir auch hin. Ich gebe dir einfach eine Maus von HyperX, die genauso gut ist. Machen wir, Digga, kein Ding. Felix, Kabelkanal und Klettband auf Rolle. Mach dein BDSM-Scheiß, Digga. Ziehen wir durch, kriegen wir hin. Schade, dass ich hier keine Dinger gemacht habe, keine Kommentare, Alter. Ein Handyhalter, das ist schlecht. Komische Handschuhe zum im Winter und Bluetooth-Kopfhörer. Auch rein, Xiaomi, TV-Stream im Bluetooth-Fernbedienung, Google Assistant, Stanley Classic, Trigger Action Travel Mag, doppelwandiger, vakuumorganisierter Becher für Kaffee, Tee, Wasser, hält Getränk heiß oder kalt, einhändig bedienender, BPA-frei, Hammertone Green. Für 500 Euro. Ah, chillig, Digga. Da kann ich das Gino-Dame drauf spielen. Das kann man spielen, wenn man kein Internet hat. Mein Lieblingsspiel. Dafür braucht man unbedingt 144 Hertz. Will nicht übertreiben, deshalb sind es nur so wenige. Okay. Geiles Ding, ich möchte Minecraft drauf spielen. Mein Internet Adlon ist nicht krass genug, aber scheiße. Einfach 8000 Euro PC für Minecraft. Wie geht's? Jo, Leute, was geht? Ein PC für 8000 Euro. Alright, Digga. Surfertable LP. Milita Easy Kaffeemaschine aus Kunststoff. Ja, Bro, machen wir. Ja, Digga, die Red Bulls schicke ich dir natürlich zu. Kannst du mir auf Insta folgen? Heißt er das? Nein. Jochen Schweizer geschenkt. Fluggutschein. Porsche-Schlüssel. Rollrasen. Was? Rollrasen für 3000 Euro, Bro. Was hast du vor? Bei dieser Liste die Kommentare, okay. Kaffeemaschine, alright. Kaffeekocher, Wasserkocher, alright. Red Bull, gar kein Ding. Insta-Follow, scheiß drauf, Digga. Wollte schon immer mal fliegen, 150 Euro. Damit ich in der Schule angeben kann, sonst kannst du mir deinen AMG leihen. So ein Ding ist das. Und hier beim Rollrasen steht einfach kein Kommentar. Kein Kommentar, 3500 Euro Rollrasen, kein Kommentar. Ja, da wollte dir einfach auf Snacks sich den Rollrasen gönnen. Ah, dazu, Digga. Bundespolizei-Einstellungstest. Eignungstest im B-Pulververfahren. Nicht so wichtig. Schau drauf einfach auf deine Zukunft. Perinox-Schlankheitskur. Bro muss Hulk werden. Oh nein, Digga. Und hier, den Rollstuhl, was kostet der sonst so? Ah, entspannt, Digga, 7000 Euro. Bro, er will einfach, er hat einfach gar keinen Bock mehr auf Laufen. Einfach so ein Rentnerstuhl. Und der eine will eine Rolex haben, der eine will eine Rolli und der will einen Rolli haben, Alter. Entspannt, Digga, klar. Justin Julius klingt schon wieder dieser Brieföffner. Meine Briefe sind immer so schlecht aufgerissen. Digga, das Ding kostet 36 Cent. Crossair, RGB ist nice für die FPS, wollte eigentlich einen neuen Kopfhörer, aber hatte... Bro, Alter, was? Es gibt was für 36 Cent zu kaufen bei Amazon? Oha. Einen guten gefunden, okay. Schwarzkopf, Gottebi, Edelmetall, okay. Ach, das ist Juli gerade. Juli ist das hier. Hab gehört, Gottebi hat Gamer-Models. Ja, das bin ich. Ich bin Gamer. Oder sowas. Kakasutra. Ich muss irgendwie meine innere Ruhe finden. Was ist das? Kakasutra. Was ist das? In der Technik, um das große Geschäft zu verrichten. Digga, auf Knacks kaufe ich dir das hier auf jeden Fall, die Liste. Sieht gut aus. Machen wir soweit. Rolex Datejust 41 mm Stil 18K Weißgold. Brauche noch eine zweite für den anderen Arm. Die gönnen ja wie ein Wochenbund eingeleitet. Okay, alles klar. Oculus Rift. Demnächst wird dann in 3D gebannt. Bro, du brauchst keine Oculus Rift, du meinst... Einfach, Oculus Rift, da kann man doch gar nicht 3D machen, Digga. Chat zu moderieren, brauchst du nicht. Okay, Red Bull, ja, gar kein Problem. Komplett Schwarzspeed Gaming Mauspad, ja, kriegen wir von HyperX hin, habe ich sogar noch hier. Damit ich die anderen Mods nicht mehr mobben, bin ein iOS-Opfer, lol. Seht euch Wasserkühlung, Pro Gaming PC in... Digga, der kostet 7000 Euro. Der kostet 7000 Euro, Digga. Bowman Sandwich Toaster, ich brauche den zum Überleben. Ja, das ist machbar auf jeden Fall. Follow von Revinstagram, der eine mit dem Blog kenne ich nicht. Einfach. Hier steht einfach aufreißen und loscrunchen. Digga, ich bin wirklich nur von Retards, werde ich hier moderiert, Alter. No fronts, liebe Mods, aber ihr seid ja komplett lost, Alter. Okay, alles klar. Okay, hier. Digga, was ist. Let's Fabs, okay. Digga, was ist das für eine Assi-Liste, Let's Fabs? Let's Fabs, was ist das für eine asoziale Liste? Erstmal eine Flasche Wodka, Digga. Auweia, okay. Dann kommt direkt dahinter her, damit man die Entbannungsanträge erträgt, Digga, mit einer Flasche Wodka. Wenn wir schon keinen AMG fahren, dann zumindest eine Fake-Rolex am Handgelenk haben. Ich kauf meinen Mods einfach Fake-Rolex wahrscheinlich, oder? 25 Euro, Digga. Matt Gebauer hasst diesen Trick. Mods brauchen mehr Drip als Ocean am PC. Schlüsselanhänger, Einkaufstrip. Alles klar, Digga. Kein Joke, sieht einfach nice aus. Pro-Stil Herren-Halskette, personalisiert Panzer. Diesen Schlüsselanhänger kriegst du, wenn du die Mercedes kaufst, kriegst du die dazu. Also vielleicht einfach mal, ja.
den nächsten Mercedes sich holen. Kette. Also, Bro, bist du dir sicher, dass du nicht lieber Montana Black Mod wirst, Alter, let's fubs? Alright, okay. Sehr, sehr interessante Sachen, die meine Mods hier gewählt haben, auf jeden Fall. Das waren sehr, sehr wilde, wilde Geschichten, die meine Mods hier haben wollten. Big F an die Leute von meinen Mods, die ihre Liste noch auf privat hatten. Eure Sachen kriegt ihr natürlich auch. Machen wir alles ready, machen wir alles ready. Freut euch auf eure Pakete. Ey, ich mach das, soll ich das auch machen, Leute? Wenn der Chat entscheidet, dann überlege ich mir, ob meine Mods das auch machen dürfen. Bis 150 Euro dürfen die reinpacken. Soll ich sowas machen? Haben die Mods gute Arbeit geleistet, Leute? Gute Arbeit geleistet? Oder eher nicht? Der Chat entscheidet. Wenn der Chat sagt, die Mods sind Schmutz, kann ich das verstehen. Das wäre okay. Aber dann gibt's halt nichts. Okay. Also, Juju, du kannst die Mods ausrichten. Ihr dürft euch für 150 Euro oder bis 150 Euro was in den Einkaufswagen packen. Und bei Amazon macht ihr so eine Wunschliste fertig, ja? Und sendet mir das auf Discord. Und dann gucke ich das nächste Mal im Stream an. Und dann entscheide ich, was ich euch kaufe, okay? Das ist doch eine gute Idee, Leute.